Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratuto, beim Clan True Warriors. Ja, Lost Places, was es damit auf sich hat, will ich euch gleich erklären. Ich will erstmal die Mauer hier machen. Und dann schwenken wir einfach mal ins Nachtdorf rüber. Denn ich habe ja die ganze Zeit immer erzählt, ja, ich mache hier nichts hier, Nachtdorf. Das ist für mich nur Schmuck am Nachthemd hier. Also easy peasy, aber wir wollen heute mal ein bisschen Nachtdorf-Action machen. Das hat auch einen ganz, ganz besonderen Grund. Ich hoffe, ich kann euch den Grund relativ schnell zeigen hier. Also greifen wir mal an mit meiner bevorzugten Armee. Das ist im Moment diese hier. Und ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof an der Stelle eigentlich. Eigentlich ist es blöde, denn ich würde ja jetzt die Kampfmaschine gegen die Trommel schicken hier. Das will ich natürlich nicht ganz so gerne machen, deswegen schicke ich mal die Kampfmaschine hier hin und nehme jetzt mal von dieser Seite die Hexen, mal sehen, ob das gut geht. Denn vorne die Kanone soll irgendwie nicht auf mich schießen. Das wäre ganz schön. Auf die Hexen kann ich ruhig schießen, das ist nicht so schlimm. Habe ich so das Gefühl. Und jetzt ist sie schon mal weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Mal sehen. Ich bin übrigens mal wieder am Emulator Memo. Ich habe euch ja die Tage erzählt, ich hatte hier eine echte Farce, denn der Emulator hier schließt sich bei mir einfach so ganz so boah, von mir nichts auf dir nichts. Geht er einfach so zu. Und da seht ihr es, so wenig bin ich im Nachtdorf aktiv. Ja, der schließt sich einfach und heute habe ich einfach mal wieder gedacht, komm, haust mal wieder rein hier, testest du mal wieder an, vielleicht läuft es ja wieder. Ich habe ja nichts an meinem System verändert und habe hier echt tagelang gekämpft, habe da mit Bluestacks meine letzten Aufnahmen gemacht. Aber ich glaube, das habt ihr sicherlich nicht so gemerkt oder nicht so empfunden. Und wenn ich hier also gleich nur noch mit Stimme da bin und nicht mehr mit Bild, dann hat sich der Emulator hier wieder geschlossen. Aber 72%, mal sehen, ob das hier zu toppen ist. Und hier seht ihr es, ich habe es auch, da ist er jetzt weg. Okay, jetzt ist er weg. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt ganz, ganz schnell für euch Bluestacks gestartet und bin jetzt auch hier schon wieder am Start. Also meine Probleme in den letzten Tagen waren eigentlich, dass ich Memo immer dann schließe, wenn ich OBS auf habe. Jetzt war das komisch. Habe ich über eine Stunde das Fenster aufgehabt mit Thorsten und OBS zusammen, einfach nur so parallel. Und es hat sich nicht geschlossen. Jetzt spiele ich hier 2-3 Sekunden und dann schließt Murphy wieder zu. Also irgendwo habe ich da ein Problem und ich kann es im Moment noch nicht nachvollziehen, weil ich habe hier an meinem System nichts geändert. Habe hier teilweise die Sachen dann neu installiert, weil vielleicht hat ja ein Programm irgendwie eine Macke, aber scheinbar ist mir das an der Stelle, ja, es ist mir noch nicht gelungen, aber ich denke mal, wir machen jetzt einfach weiter, Clash of Clans, ja. Ich hatte ja gesagt, ich spiele immer ganz, ganz wenig Nachtdorf, aber der Toto hat sich hier den Erfolg erspielt, dass er mal eben 2000 Bilder heute schon mal gemacht hat. So richtig kann ich da natürlich nicht sagen, ja, ich spiele es ja nur am Rande. Okay, die holen wir uns in jedem Fall ab hier. Also den letzten Erfolg hier jetzt auch erstmal in der Bilder Base hier geschafft. Es gibt ja im Moment, glaube ich, nichts, was ich hier noch machen kann. Ja, ich denke mal, da, so geht's sehr, sehr vielen so und würde aber trotzdem sagen, wir machen hier mal einfach im Nachtdorf so ein bisschen weiter. Ich glaube, den letzten habe ich sogar gewonnen. Naja, habe ich sogar gewonnen. Und ihr seht das hier, ich bin ja maxed out hier schon seit ein paar Tagen. Habe jetzt noch eine Forschung hier, die Bomber drin. Und die müssen dann noch ein Level gehen. Und ich glaube, die laufen ja jetzt. Ich muss mal gerade schauen. Ich glaube, 3 Tage danach laufen die nochmal 4 auf Level 12 und irgendwo stoße ich dann sicherlich auch meine Bilderhall an, denn Mauern jetzt noch machen, das macht jetzt auch nicht so wirklich Sinn und deswegen, ja, mal einfach mal ein bisschen was im Nachtdorf machen hier. Wir schwenken aber auch gleich rüber, also keine Panik. Ich weiß, dass immer ganz viele ausmachen, so nach dem Motto, oh, Toto spielt Nachtdorf. Ach, herrje, nee. Und schalten dann immer ganz, ganz schnell aus. Jetzt muss man gerade schauen. Ich glaube, ich komme einfach von hier mit der Kampfmaschine rein. Und nehme hier jetzt mal pro Seite so ein paar von den Fliegern hier mit rein. Also im Moment ist das nach wie vor meine leicht bevorzugte Armee hier, wenn auch der Multimörser eigentlich weg sein muss. Denn der macht jetzt, ist er noch auf meiner Kampfmaschine drauf? Ja, er ist noch auf der Kampfmaschine drauf. Vielleicht kommen wir schnell genug in die Mitte, mal sehen. Denn die kann ich nicht nochmal zünden. Mal gucken, ob, ja, da ist sie jetzt weg.
Ja, okay, der Multimörser ist weg, aber der Rest sieht noch nicht ganz so gut aus. Bei Sky habe ich heute eine coole Taktik gesehen, die habe ich mal mit meinen kleineren Accounts getestet. Also Bilderhall 5, da klappt das echt gut. Also so wie er da vorgeht, auch mit Bilderhall 5 kann man dort ganz nett gewinnen. Also ich habe ja eine Bilderbase, die ist noch ganz, ganz niedrig. Also ist mal gerade so 5, hat jetzt alle Dev-Gebäude und hat aber 4 komplett durchgemaxt. Ja, und das ist eine gute Sache. Mit dem habe ich heute 3 Angriffe so mit der Armee gemacht, wie Sky das gestern in seinem Video gezeigt hat. Und siehe da, 3-mal hintereinander gewonnen. Ich war ganz verblüfft. Also Taktik, sieht gut aus. Gefällt mir hier. Mal sehen, ob mir das gefällt mit 58% hier. Ja, gefällt mir. Gefällt mir nach wie vor gut. Und wir können auch gleich wieder angreifen. Ich weiß nicht, ob das an der Maus so gut geht hier, die Taktik vom Olli. Aber hier ist natürlich, hier ist so ein Zerschmetterer in der Mitte. Das ist dann schon recht schwierig, aber okay, der Rest wäre machbar. Aber ich denke mal, das ist ja mal ein Sechser hier, so wie ich das sehe. Und den kann ich, mal gucken. Mal schauen hier, wir gehen hier mal aus einer Ecke rein, also aus so einer Ecke. Da habe ich mich auch schon sehr, sehr häufig mal überraschen lassen hier. Muss ich mal sagen dazu. Und die Megamutanten dazu gesetzt. Meine Kampfmaschine lebt in jedem Fall noch und tankt jetzt ganz gut den Multimörser. Das ist ja Sinn und Zweck. So, jetzt muss ich euch das jetzt mal ein bisschen größer machen, denn ich spiele das ja hier jetzt auf einem echt riesigen Monitor. Und so kam mir Clash of Clans noch nie vor, denn das kleine Problem bei BlueStacks ist, dass ich nur im Vollbild dieses Bild hier, was ihr jetzt seht, ohne Rahmen sehe. Ansonsten habe ich da immer einen Rahmen um BlueStacks und das stört mich natürlich unheimlich. Den kann man natürlich wegretuschieren, aber das ist alles so ein bisschen so. Nee, mache ich nicht gerne. Wenn, dann muss irgendwas out of the box funktionieren und das sieht aber gut aus hier. Ich glaube, das haben wir schon mal ganz nett gemacht hier. Also ich habe immer gelogen, wenn ich gesagt habe, ja komm Leute, Bilderbase mache ich nicht. Klar bespiele ich die Bilderbase. Ich bespiele immer die Bilderbase dann, wenn ich im Hauptdorf keine Lust habe oder nichts mache oder hier halt die Angriffe machen kann. Und dann mache ich hier natürlich auch was, gar keine Frage. 62%, sieht schon wieder ganz gebückt aus hier. Nur mal schauen. Und ich werde auf jeden Fall, das finde ich gut, vor nächstes Jahr noch BH7. Ist ja auch nicht schlecht. Und BH8 soll ja im Dezember-Update nicht kommen. Also laufe ich dem nicht ganz so stark nach. Ich habe ja mal gesagt, gerade hier in dieser Base hier, da werde ich Supercell immer nachlaufen, weil ich natürlich immer relativ stark durchmaxe. Und auch den haben wir gewonnen. Ja, wunderbar. Das ist echt cool. Kann man nicht so anders sagen. Ich muss das gleich mal ausrechnen. Kann ja schon wieder angreifen hier. Also volle Action hier heute in meinem Nachtdorf. Das freut mich natürlich und ich hoffe, es freut euch auch ein bisschen. Jetzt muss ich mal sehen. Ja, den könnte ich tatsächlich mal mit dieser anderen Truppe machen. Der ist mir doch ein bisschen heavy hier, oder? Geht das noch über die Base da? Na, es wird schwer, jetzt über die Seite zu kommen, denn Multimörser und auch die dicke Tonne stehen echt gut da hinten, kann man nicht anders sagen. Ist eigentlich nicht so richtig was für meine Truppe hier im Moment, aber mal gucken. Denn unter Umständen erwischt es nämlich jetzt die Nachthexen von dem Multimörser und nicht mehr meine Kampfmaschine. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck dieser Armee, denn die Kampfmaschine soll ja hier tanken. Macht sie im Moment noch, aber da steht schon eine Nachthexe da mittendrin und kriegt jetzt schon mal den ersten Schaden. Mal sehen, ich habe schon so ein paar Truppskis da in der Nähe der Meisterhütte, aber da ist noch so ein bisschen Luft mit bei, okay. Die wird aber abgelenkt hier gerade und ich denke mal, ja, die haben wir auch gekriegt. 2 Sterne haben wir schon mal intus und hier hinten geht es noch ein bisschen weiter. Läuft heute bei mir. Leute, was ist los? Liegt das vielleicht daran, dass ich heute meinen fast letzten Arbeitstag schon hatte? Denn ich habe noch 7 Tage Urlaub, das heißt also, ich habe die ganze nächste Woche frei und muss danach die Woche nur noch 3 Tage arbeiten. Allerdings arbeite ich auch zwischen den Weihnachtsfeiertagen, also da habe ich mich mal eingetragen dieses Jahr, denn ich habe jetzt 2 Jahre nichts gemacht und wir tauschen bei uns immer ganz fröhlich durch, wer macht Dienst zwischen den Feiertagen. Und den habe ich diesmal mal übernommen, das ist aber nicht so schlimm, das sind nur 3 Tage und die haben wir, 3 Stück gewonnen, hintereinander. Alter Falter. Das freut mich echt. Ja, wir können noch einen machen. Ey. Bin ja immer noch voll im Bonus hier. Ist der Hammer. Also heute bringt ihr mir Glück, Leute. Und
Ich kann aber schon mal ein bisschen was zu den Kommentaren von gestern sagen. Ja, ihr habt recht, ich habe natürlich das Event mit dem Community-Clan relativ spät angekündigt. Das habe ich auch eingesehen. Ja, das habe ich auch eingesehen. Aber teilweise konnte ich es nicht eher machen, weil ich A, noch nicht wusste, habe ich überhaupt Urlaub, und B, wollte ich mich ja auch noch mit anderen YouTubern absprechen. Da habe ich teilweise überhaupt keine Antwort gekriegt. Und deswegen hat sich das so ein bisschen rausgezögert und ist jetzt eigentlich kurzfristig gekommen. Zum Wochenende hin wollte ich nicht machen, denn dort spielen wir bei den True Warriors selber einen großen Clankrieg und den möchte ich natürlich nicht verpassen. Also auf gar keinen Fall kann ich da meine Stammtruppe so hängen lassen. Und deswegen bin ich da auch voll mit im CK dann wieder bei den True Warriors bei. Und deswegen, also vielen lieben Dank auch für die Kommentare und ihr seht das. Es ist Freitagabend, ihr habt die Folge von Freitag gesehen und ich kann die Kommentare kommentieren. Also einige können nicht dabei sein, weil sie Helden machen. Ja, ich weiß, kündige ich nächstes Mal etwas eher an. Ich denke mal, das wird ja auch eine Tat sein, hoffe ich mal, die nicht einmalig bleibt. Wenn das ganz gut läuft, dann ist das natürlich eine Wiederholungstat, gar keine Frage. Und auch das ist eine gute Wiederholungstat hier. Mit 66%, glaube ich, kann ich echt gut zufrieden sein. Oh, mal schauen, hier 66, ja, das sieht gut aus. Oh, der braucht schon etwas länger. Dann gucken wir eben mal zu. Das ist ja jetzt der erste, der mal ein bisschen länger braucht. 66% sind zu schlagen. Okay, das ist hier die Armee, die ich so liebe. Diese Sneaky Archers-Gesetze hier, Stück für Stück. Und das im Boost hier, boah, das nervt mich natürlich total ab. Deswegen nehme ich erstmal von meiner Apfelkronenschaumflasche etwas. Denn ich denke mal, der wird mehr als 66% hier mit dieser Armee holen. Ist auch ein Max-Out hier, was die Sneaky Archers angeht. Und das wird er wohl packen. Er wird die Kampfmaschine jetzt nochmal zünden können. Dann hat er schon mal richtig... Na, kann er... Oh, er kann sie nicht nochmal zünden. Boah, mal sehen, aber die... Die sind stark, also auf 14 sind die schon eine Bank für sich und die 4 gehen da jetzt schon mal auf die Mitte. 59%, jetzt muss er sich nur noch ein bisschen was wegsnacken. Mal sehen, wie er das macht. Bomber kommt noch mit rein, okay, der macht auch noch ein bisschen Schaden. Dann brauchen die da nicht um die Mauer rumlaufen, der ist jetzt allerdings sofort weg. 65, ja, ich denke, das haben wir verloren. Das haben wir verloren. Da können wir schon mal rausgehen, ich hoffe, er ist jetzt auch fertig. Oh. Das dauert, ey, meine Herren. Aber wir können nochmal angreifen und mal sehen, ob ich nicht gleich noch eine Mauer mache. Morgen nochmal ein bisschen Bonus reingefarmt. Ich bin fast wieder bei 3K. Endlich hat er es gepackt. 68%, also so fett war es ja jetzt nicht. So fett war es nicht. Und dann machen wir hier noch einen und ich würde sagen, wir gehen... Oh, das ist cool hier, dass er jetzt den Zerschmetterer im Ausbau hat. Aber trotzdem... Ja, manchmal habe ich die auch einfach so reingeschickt hier, aber ich glaube, das ist mal was hier für die, ja, für diese Tricky Army hier. Ich probiere die einfach mal aus an der Maus, sicherlich schwer zu spielen und ich habe ja auch noch gar nicht so viel Truppen, aber mal sehen, ob mir das nicht auch an der Stelle mal so gelingen kann, vor allen Dingen hier mit den Bombern hier rein und ich setze allerdings jetzt schon meine Kampfmaschine, das ist nicht so schlimm. So, hier auch noch ein Bomber. Dann haben wir hier schon mal die Base so ein bisschen offener. Und ich muss mich nur so ein bisschen konzentrieren, wo denn meine Maschine hingeht, beziehungsweise wo hier meine Barbaren jetzt alle hingehen. Okay, die sind jetzt zwar alle da drin gestorben. Und ich hoffe, sie sterben nicht alle im Zerschmetterer, beziehungsweise der ist ja im Ausbau. Nein, wir haben die Hütte. Ja, Toto. Toto macht hier 2 Sterne mit Barbaren. Ja, danke dir, Olli. Hat auch hier funktioniert, wenn auch nicht 3-sternig. Du hast das ja alles 3-sternig gemacht. Ich bin schon froh, wenn ich das hier 2-sternig mache. Denn ich bin überhaupt nicht gewohnt, mit so einer Truppe hier anzugreifen. Aber das sah, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aus. Und selbst an der Maus geklickt, am Tablet, vielleicht noch eine kleine Ecke besser mit einem anderen Eingangspunkt hier. So ein bisschen vielleicht gegenüber des Crushers hier. Dann kann das auch was werden. Ja, mal sehen, die 63, oh, der braucht wieder so lange. Nein, 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 jetzt guck mir nur mal die Truppen an. Okay, er hat nur 12er, aber er wird die Nachthexen setzen bei mir. Und ganz klar die Nachthexen, ja, okay. Das hat er an der Stelle gewonnen, aber ich glaube, das war eine coole Sache hier. Und ich schwenke trotzdem nochmal, wird also eine etwas längere Samstagsmittagsfolge für euch auf dieses Dorf. Denn ich habe heute endlich mal, auch wenn wir den CK verloren haben,
habe ich wenigstens mal ein Dreier hier abgeliefert. Ein Dreier auf ein RH10 ist mir dann doch mal geglückt. Also mein erster Dreier als RH11 auf diese schon etwas bessere RH10 Base. Also ich benenne sie mal mit etwas besser aufgrund der beiden Infernos, die hier Max sind auf RH10. Der Rest ist natürlich so ein bisschen RH9, RH10. Trotzdem waren das für mich bisher nie so wirklich 3-Sterne Bases hier, weil ich immer irgendwo an den Infernos verreckt bin oder meine Truppen liefen absolut krumm. Aber ich glaube, hier hatte ich mir das Ganze nett ausgedacht. Ich wollte auch unbedingt diese Truppe nehmen, denn das sind natürlich im Moment meine stärksten Truppen hier. Die Bowler mit den Hexen, auch wenn die Hexen noch 5 Tage brauchen. Und war das hier schon eine coole Sache. Ich habe mir jetzt auch mal richtig Zeit gelassen mit dem Warden zum Zünden, denn die Helden sind immer noch gut im Futter. Hier kriegen ja jetzt nur so ein bisschen Beschuss von dem Inferno-Turm. Das überleben die auch. Jetzt habe ich mal richtig spät gezündet. Ich glaube, das war auch, ja, das war mal in Ordnung. Soll diese Nachtdorf-Besuchsfolge kurz mal ein bisschen auflockern. Also mal so ein bisschen runterkommen von dieser Nachtdorf-Geschichte. Und mal so ein bisschen wieder ins CK-Geschehen hier reingehen. Also ich bin richtig gespannt, was das mit dem Community-Clan auf sich hat, wie das Ganze vonstatten geht. Den einen oder anderen Vize habe ich schon gefunden. Also ich habe heute Abend mal den beiden Clans gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass die Two Warriors 1 und 2 so weit auseinandergerissen werden, nur weil Toto hier ein Community-CW spielt. Ich weiß, dass natürlich auch welche aus den beiden Clans in meiner Community sind und gerne mitkämpfen würden. Aber die sollen halt auch ihre CKs weiterhin spielen und es wäre ja blöd, wenn jetzt die Hälfte des Clans schon aus Two Warriors 2 besteht und dann kommen nur noch 20 aus der Community rein. Das möchte ich nicht. Ich möchte schon richtig mit einer großen Masse mit euch spielen, also möglichst wenig TWs hier sehen und möglichst viel natürlich von euch sehen. Das ist mir viel, viel lieber. Denn ihr seid mir ja, natürlich sind mir die TWs als Community auch ans Herz gewachsen, aber ihr seid mir letztendlich stark ans Herz gewachsen. Und ich hoffe, die Samstagsfolge hier hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns ja heute Abend wieder und ich produziere jetzt noch ein bisschen vor für Sonntag, Montag, denn ich habe am Wochenende auch noch ein bisschen was vor. Also seht es mir nach, dass jetzt so ein bisschen was Zeit nahe kommt oder Zeit versetzt, wo man sagen kann, das war ja schon. Also bis dahin. Ich bedanke mich bei euch, euer Toto. Best.